Bom dia, meus amigos. Hallo, liebe Schüler. Hallo, liebe Freunde. Das ist schön, mit euch zu sein. Fico feliz de ver vocês novamente. E aqui é uma oportunidade de estarmos em conjunto novamente, estarmos juntos, né? Eu estou com esse canal no YouTube, onde eu estou dando aulas gratuitas, onde vocês podem fazer revisões e aprenderem mais algumas coisinhas para continuarem praticando o alemão. Então, essa é uma maneira muito boa da gente estar sempre em contato. Então, já tem alunos que já estão escrevendo pequenos textos no YouTube, e como eu tenho tempo livre no momento, eu tenho corrigido. Então, esse é um serviço que eu estou oferecendo para vocês estarem sempre praticando. Eu estou colocando um vídeo por dia no YouTube, então vocês estão convidados a assistirem os vídeos e a responder as perguntas que eu faço, né? Então, hoje nós falamos, por exemplo, sobre alguns verbos bem simples. Nós vamos falar, usar esses verbos no presente, né? E vamos falar um pouquinho sobre o lugar dos elementos na frase, né? E vamos falar um pouquinho sobre passado também, né? Para revisar. Então, heute gehe ich schwimmen, ja? Ich schwimme sehr gern, aber gestern bin ich geschwommen, ja? Ich schwimme gern. Jeden Tag schwimme ich. Oder am Wochenende schwimme ich gern. Was machst du gern am Wochenende? Ja? Was machst du gern am Wochenende? Am Samstag gehe ich oft ins Kino. Oder am Samstag gehe ich ins Restaurant. Oder am Samstag gehe ich ins Theater. Ja? Zurzeit ist nicht möglich, ja. Aber am Sonntag bleibe ich gern zu Hause und lese ich oder sehe fern. Oder ich sehe fern, ja. Morgens lerne ich viel, morgens lese ich und schreibe ich viel, ja. Und was machst du abends? Abends koche ich oder abends esse ich eine Pizza oder abends gehe ich mit Freunden ins Restaurant. Ja, oder abends sehe ich einfach fern. Ja, was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich ein Buch gekauft. Gestern habe ich ein Buch gelesen. Ja, und hier haben wir einige Verben im Perfekt. Ja, wir haben Verben mit haben und mit sein. Ja, normalerweise Verben mit haben ein Objekt. Ich habe ein Buch gekauft. Was habe ich gekauft? Ein Buch. Ja? Ich habe Freunde besucht. Wen habe ich besucht? Freunde habe ich besucht. Ich habe eine Prüfung geschrieben. Was habe ich geschrieben? Eine Prüfung. Ja? Wenn wir was oder wen fragen können, dann normalerweise benutzen wir haben. Ja? Ich habe Wein getrunken. Wein getrunken. Was hast du getrunken? Ich habe Wein getrunken. Ah, ich habe Pizza gegessen. Was hast du gegessen? Pizza, ja? So, das ist ein Akkusativ und dann benutzen wir normalerweise haben, ja? Ich habe wen gestern besucht? Gestern habe ich Freunde besucht, ja? Aber ich bin gestern geschwommen, ja? Oder gestern bin ich geschwommen. Gestern bin ich mit dem Auto gefahren, ja? Oder gestern bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Oder gestern bin ich einfach gelaufen. Und was machst du jeden Tag? Was machst du normalerweise am Wochenende? Was machst du am Samstag? Was machst du am Sonntag? Was machst du samstags? Was machst du sonntags? Ja? Was machst du morgens? Lernst du viel morgens? Was lernst du morgens? Ja? Was hast du gestern gemacht? Und wo? Ja? Wo bist du gestern gewesen? Zum Beispiel, gestern habe ich eine Übung formuliert oder geschrieben, ja? Und gestern bin ich gelaufen, ja? Gestern bin ich im Park gelaufen, ja? Was hast du denn gestern gemacht? Erzähl's uns ein bisschen, ja? Então, eu tô com esse canal do YouTube aberto para todos e vocês são todos bem-vindos, né? É um serviço que é prestado para todos, para vocês estarem em contato com a língua e se
e se praticando sempre. Então, podem escrever pequenos textos em alemão. Nesse momento, respondendo às perguntas que eu faço no vídeo. Então, vocês têm a possibilidade de estar sempre praticando. E eu, como tenho tempo livre neste momento, tenho a possibilidade de fazer algumas correções e estar em contato com vocês ali nos comentários do YouTube. Então, assistam, curtam, compartilhem, salvem os conteúdos que vocês preferem e respondam. Comentem, porque isso é um ótimo apoio para o nosso projeto, tá bom? Estamos construindo uma comunidade de pessoas interessadas em aprender e aqui é um ótimo canal, gratuito. Estão todos convidados. Ihr seid alle herzlich willkommen zu meinem Kanal, zu meinem YouTube-Kanal, ja? Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.